Achso, geht schon los. So, ja. Herzlich willkommen zum Fantasy-Toratel, unsere Voraussage, welche Tore geschossen werden beim nächsten Spiel. Bevor wir auf das zukünftige Spiel gehen vom Samstag, Bremen gegen den FC Augsburg. Daniel, du darfst ruhig mit auf den Plan schauen. Ja, ja, ich weiß ja auch. Er wollte nur zeigen, dass er Jürgen Klopp ist. Ich kenne die ganzen Spiele auswendig. Ich wollte nur sagen, bevor wir auf das aktuelle Spiel gehen, kurzer Rückblick auf das letzte Spiel. Dortmund gegen den FC Augsburg. Und du hattest recht mit dem Torschützen, der Oberdings. Aubameyang. Ich habe gesagt, Aubameyang gut drauf mit dem Torschießen. Das ist tatsächlich gut, dass es dann gleich frei war. Und das Schöne ist, wir hatten ja mit unserem ersten Tipp total recht. Wir haben getippt 1-2. Es ging 0-4 aus. Komplett richtig getippt. Jetzt zum nächsten Spiel. An diesem Samstag, Werder Bremen gegen den FC Augsburg, das wird das erste Auswärtsspiel für den FCA in dieser Saison. Und es wird wieder, was heißt wieder, das erste war ja kein enges Spiel, aber es wird ein enges Spiel werden, glaube ich. Dieses Mal wird es ein enges Spiel. Gegen Bremen wird es ein enges Spiel, Bremen ja gewonnen gegen Braunschweig. Ja, so. Heißt aber nichts für die neue Saison. Ich glaube, dass Bremen echt Probleme kriegen wird. Ja, glaube ich auch. Wir haben ja schon prognostiziert, der FCA wird eine Auswärtsmannschaft sein, zumindest in der Hinrunde. Und deswegen, ich glaube, es wird ein enges Spiel, aber es sieht gut aus für den FCA. Erster Sieg in der Saison. Ja, erster Sieg. Erster Sieg. Ja. Und zwar Tor schießt Sascha Mölders. Ja, also 1-0 wird es ausgehen, denke ich mal, oder? 1-0 und ich glaube nicht, dass es Sascha Mölders ist. Sascha Mölders? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, also im letzten Spiel hat mich Halil Altıntop überzeugt. Du denkst, er schießt das Tor. Der wird das, ja, aber es wird eine wichtige Szene geben. Das wird in der 60. Minute sein. 60. Minute, Zweikampf, Halil Altıntop. Und Sascha Mölders? Nee. Wer darf ins Tor treffen? Also er mit einem Bremer natürlich. Okay. Und er grätscht einen Bremer hinten um, ja, von hinten. Und man denkt schon, oh, kriegt er jetzt die rote Karte. Also du meinst, Halil Altıntop wird er grätscht. Dann denkt man, oh, er kriegt eine rote Karte, genau. Im Spiel kippt. Man sitzt schon so dran, um Gottes Willen, was passiert jetzt? Aber Schiedsrichter ermahnt ihn, gibt ihm nur mal die gelbe Karte. Und sagt, hey, jetzt pass mal auf. Dann ab dem Zeitpunkt FCA, voll Selbstvertrauen, jetzt läuft. Ja, der Halil sagt, hey, das kann jetzt so nicht weitergehen, jetzt müssen wir mal was machen. Und er wird dann auch derjenige sein, der das vorschießt. Und nicht Sascha Mölders. Nee, nicht Sascha Mölders. Ich muss auch zugeben, du hattest beim Spiel gegen den BVB auch recht. Ja. Da war auch der Torschütze, der Aubameyang. Genau, den du schreiben konntest. Also 1-0 für den FCA Augsburg. Also 0-1 war ihr Auswärtsspiel. Und die Presse wird schreiben, sage ich jetzt mal, das wird ein Abstiegskandidat bei der Bremen. Ja. Wenn man nicht gegen den FCA gewinnt, gegen wen denn dann und so, ja so Bremen geht nach unten und also FCA. Kaum gutes Spiel, aber FCA gewinnt. Ja, FCA nicht gut gespielt, aber so. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Genau. Und jetzt musst du sagen, jetzt muss ich sagen. Ihr werdet sehen, wir haben recht. Ihr werdet sehen, wir haben recht.